als man dann ja die Schale in der Hand hatte, das war mit der schönste Moment in meinem Leben. Für alle von uns, glaube ich. Von Anfang an war natürlich diese Lust da und ja, dieser Traum oder das Ziel, die Meisterschaft zu holen. Also es ist auf jeden Fall ein Jahr, was ich in guter Erinnerung habe und auch haben werde. Wir wollen viele Tore machen, wir wollen offensiven Fußball spielen. Ja, also Team Spirit stand im letzten Jahr wirklich über allem. Also das Gefühl kriege ich heute noch Gänsehaut von, wenn ich drüber spreche. Man hat sich alles ja, einfach gegönnt gegenseitig. Also es war null Neid da. Ne, weil der hat das teuer gemacht. Da gab es dann kein Halten mehr. Der Weg der Meisterschale endet im FC Bayern Museum. Der Beginn der Reise zur vierten Meisterschaft der Vereinsgeschichte ist eine ungewöhnliche Saisonvorbereitung. Mit dem Trip nach Bilbao zum Champions League Viertelfinale gegen Titelverteidiger Lyon. Eine Mammutaufgabe für das Team von Jens Scheuer. Das Spiel dann tatsächlich spannend, ausgeglichen, auf Top-Niveau. Mit dem besseren Ende für Lyon, die nach dem 2:1 ins Halbfinale der Champions League einziehen. Erstes Pflichtspiel, gleich Lyon-Viertelfinale, das war doch außergewöhnlich. Es ist schade, dass es nicht gereicht hat, aber ich glaube, wir können positiv darauf aufbauen und mit Vorfreude jetzt in die Saison starten. Und die beginnt nur 2 Wochen später gegen den SC Sand. Nicht viel Zeit, um die Niederlage gegen Lyon zu verdauen und positiv die Partie anzugehen. Ich weiß, dass wenn wir so akribisch weiterarbeiten und die Mädels die Fortschritte weiter so gehen, dass wir am Ende der Saison ganz nah dran sein werden und ich hoffe dann auch mit unserer gewonnenen Mentalität dann auch auf Platz 1 stehen werden. Dass wir ja viele unterschiedliche Charaktere haben, aber wir uns alle irgendwie sehr gut untereinander verstehen, hat man direkt im letzten Sommer einfach schon gemerkt, okay, ich glaube, diese Saison wird schon ganz schön cool werden. Und das beweisen Lina Magull und ihr Team gleich im ersten Spiel. Gegen den SC Sand gewinnen die FC Bayern Frauen mit 6:0. Erste Erklärungsversuche von der Kapitänin. Diese Mischung aus einem super Teamgefüge und fußballerischer super Qualität hat uns dann von Anfang an einfach viel Selbstbewusstsein gegeben. Der Saisonstart glückt. Auch, weil die Neuzugänge perfekt passen. Ich bin Lea Schüller. Ich bin Hanna Karabü. Ich bin Maria Luisa Groß. Ich bin die Sarah Zadrazil. Ich bin Marina Hegering. Ich m'appelle Viviana Sei. Julia Pollack. Wir haben uns einfach auf Positionen nochmal verstärkt oder nochmal bestimmte Spielertypen geholt, die einfach uns gut getan haben, die uns vielseitig gemacht haben, die uns gerade in der Breite auch geholfen haben. Wir haben internationale Topspielerinnen verpflichtet. Noch dazu menschlich wirklich viel und tolle Persönlichkeiten dazu gewonnen. Und man muss ehrlich sagen, wahrscheinlich haben wir dann genau deswegen dieses Level letztes Jahr spielen können. Nach dem Auftaktsieg folgt eine beeindruckende Serie von 7 Bundesligaspielen ohne Gegentreffer. Dabei gelingt den Gegnern aus Bremen, Freiburg, Essen, Duisburg, Hoffenheim, Potsdam und Meppen kein einziger Treffer. Nach Spieltag 8 stehen die Bayern mit 26:0 Toren auf Platz 1. Wir wollen viele Tore machen, haben wir letztes Jahr gemacht. Wir wollen offensiven Fußball spielen. Und natürlich birgt offensiver Fußball auch hohes Risiko. Und ich glaube, genau deswegen war es sehr beeindruckend, dass wir defensiv so stabil waren. Von Spiel zu Spiel hat man plötzlich gespürt, wow, da ist eine gewisse Dominanz auch in dieser Mannschaft, die man vielleicht sonst gar nicht so in den letzten Jahren gespürt hat. Man gewöhnt sich halt auch daran zu gewinnen. Gleichzeitig baut es aber auch diesen Druck auf, dass du immer gewinnen musst. Aber den hat man bei Bayern so oder so. Und deswegen war es dann halt einfach sau schön, dass wir da in diesen Flow reingekommen sind. Sidney Lohmann trägt in der Vorrunde entscheidend zum Flow bei. 6 Treffer in den ersten 7 Begegnungen. Nur zu verständlich, dass der FC Bayern sie weiter an den Club binden will. Ja, ich sehe einfach die Perspektive hier bei Bayern und die guten Bedingungen auch am Campus. Und ich habe das Vertrauen vom Verein gespürt, vom Trainer. Ich weiß, dass der Weg
noch nicht zu Ende ist. Der Verein verlängert auch die Verträge von Coach Jens Scheuer und von Carina Wenninger, die seit 2007 dem FC Bayern angehört. Das ist sicherlich etwas, wo wir auch einen Blick drauf haben, dass wir es wirklich schaffen, das Gerüst der Mannschaft auch natürlich über einen langen Zeitraum langfristig an den Verein zu binden. Das ist wichtig für eine Kontinuität und eine langfristige Zusammenarbeit. Klassiko der Frauenfußball-Bundesliga. Asik Hinzweck, Tor! So, jetzt Magul kommt auch wieder gut und unangenehm! Und perfekt! Klasse gemacht, Clara Bühl, Tor! Jetzt gibt's den Tritt und jetzt gibt's doch tatsächlich den Elfmeter. Sie bisher alle verwandelt, Gößling! Der Ball ist gut durchgesteckt, der ist auch klasse! Die Mannschaft von Jens Scheuer schlägt den VfL Wolfsburg mit 4:1. An dem Tag haben wir, glaube ich, einfach wirklich extreme Stärke bewiesen und beeindruckenden Fußball gespielt. Auch in der Champions League schwimmt der FC Bayern auf einer Erfolgswelle. Im 16. Finale besiegen sie Ajax Amsterdam mit 3:1 und 3:0. Im Achtelfinale wartet der kasachische Vertreter Kasigurt, den die Bayern-Frauen mit einem 6:1 und einem 3:0-Sieg aus dem Wettbewerb werfen. Im Viertelfinale geht es dann gegen das schwedische Team aus Rosenborg. Die Bilanz: ein 3:0 am Campus und ein 1:0-Sieg im Rückspiel in Schweden. In der Liga überwintert das Team auf Platz 1. Mit 5 Punkten Vorsprung auf den Meister aus Wolfsburg und einer Bilanz von 12 Siegen in 12 Spielen. Ich hatte von Anfang an auch irgendwie so das Gefühl, ja, wir machen das diese Saison. Wir haben in der Hinserie dann einfach so gut performt und wenn man sich in der Winterpause jetzt nicht allzu blöd anstellt oder zu viel auf der faulen Haut rumliegt, alle fit und gesund aus der Pause kommen, dann ziehen wir das halt auch durch. Sie schaffen es, sich nicht auszuruhen, sondern weiter heiß auf Erfolge zu sein. Die Bayern-Frauen gewinnen die ersten 5 Spiele 2021 gegen Meppen, Werder Bremen, Freiburg, Essen und Duisburg mit insgesamt 28:2 Toren. Ein perfekter Start ins neue Jahr. Die Bayern mittlerweile mit 17 Erfolgen in der Liga und mit weißer Weste in der Champions League und im Pokal. Die erste Niederlage dann Anfang April im Cup gegen Wolfsburg. Und kurz danach auch die erste Schlappe in der Liga mit der 2:3 Niederlage gegen Hoffenheim. Natürlich hatten wir dann auch noch ein paar Rückschläge, verletzungsmäßig in der Rückserie. Aber trotzdem irgendwie dann nie dran gezweifelt, dass es noch mal kippen könnte. Auch nicht nach der Niederlage gegen Hoffenheim. Liebe FC Bayern Frauen, viel Glück. Ich drücke die Damen, gegen Chelsea im Halbfinale zu spielen, Champions League. Und dann, ich sehe uns, euch im Finale. Auch dank der Unterstützung des gesamten Vereins gewinnen sie das Hinspiel gegen Chelsea mit 2:1. Anna Glas hier genau das, was sie machen soll. Super Flanke und die erste Chance, 12. Minute. Irgendwie versuchen, den Ball loszuwerden und wie sie das tut. Was für ein Tor von Hannah Glas. Nach dem 2:1 Heimsieg im Hinspiel treten die Bayern Anfang Mai beim FC Chelsea an. Sie wollen erstmals in der Vereinsgeschichte das Finale der Champions League erreichen. Das ist gut gespielt und dann ist es drin. Dann ist es passiert. Sandra Ziel aus der Distanz, der ist gut, der ist ein Tor. Was für ein Sonntagsschuss! Scharfe Reingabe, gefährlich! Die FC Bayern-Frauen scheitern knapp. Lass jetzt mal das Ergebnis, dieses 4:1 außen vor. Den Einzug ins Champions-League-Finale. Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir in dem Jahr Meister werden. Es war irgendwie so ein Grundgefühl und eine Grundüberzeugung vorhanden. Und das, obwohl man eben auch Rückschläge am Ende der Saison gehabt hat, war trotzdem klar, für das sind wir zu stabil und sind einfach dieses Jahr zu gut und zu erfahren, dass wir uns das nochmal nehmen lassen. Der größte Schritt zur Meisterschaft dann wenige Tage nach dem Aus in der Königsklasse. Das Spiel Erster gegen Zweiter. Die Bayern müssen gegen Wolfsburg mindestens einen Punkt holen, um weiter auf Platz 1 zu stehen. Und genau den holen sie auch. Das 1:1, der wohl entscheidende Schritt in Richtung Meisterschaft.
Dennoch müssen die Bayern gegen Leverkusen und Frankfurt noch mindestens 4 Punkte holen. Du hast förmlich gespürt, die wollen das und das mit aller Macht. Und so treten sie auch auf. Und selbst als dann auch lange noch 0-0 gestanden hat, du hast einfach gespürt, da passiert nichts. Die Mädels werden das einfach, die werden das umsetzen und da lassen die auch nichts mehr anbrennen. Und das Gefühl haben sie dir schon auch gegeben. Nach dem 4-0 gegen Leverkusen heißt es noch einmal 90 Minuten volle Konzentration, um gegen Eintracht Frankfurt die 4. deutsche Meisterschaft feiern zu können. Gehen wir es an, Meister-Matchball für unsere FC Bayern-Frauen. Die Ausgangsposition klar, mit einem Sieg und bei einem Unentschieden würden die FC Bayern-Frauen zum 4. Mal deutscher Meister werden. Dahlmann, halbrechte Position, die steckt den Ball durch zu Schüller. Schüller nochmal in die Mitte, Dahlmann, Tor! Tor für die Bayern-Frauen, 1-0. Paolo Simon da über die linke Seite veranstaltet. Und jetzt geht's über die rechte Seite, da ist die Torschützin. Linda Dahlmann mit dem Schuss, Tor! Doppelpack, Linda Dahlmann, 2-0. Ein scharfe Reingabe in die Mitte und dann das Eigentor, 3-0. Kommt nochmal Lea Schüller zum Abschluss. Lea Schüller, halblinke Position, Schüller, Tor! 4-0. Was ist das für ein Ausrufezeichen auf diese Meistergalle? Da gab es dann kein Halten mehr. Also ich habe noch ein bisschen gezögert, bis die Schiedsrichterin abgepfiffen hat. Jovi war schon direkt auf dem Feld. Ja, und dann sind wir eben zu den anderen gelaufen. Und ja, einfach so dieses Loslassen, dieses jetzt ist es durch. Und nicht immer nur ja, okay, gewonnen, nächstes Spiel und weiter und wieder auf Spannung, sondern einfach mal, okay, man hat es jetzt geschafft. Und das war einfach schön. Ich möchte wirklich einfach nur sagen, dass ich unheimlich stolz und dankbar für diese verrückten Mädels da drüben bin. Also das war wirklich eine unglaublich tolle Saison. Als man dann ja, die Schale in der Hand hatte, das war mit der schönste Moment in meinem Leben. Für alle von uns, glaube ich. Ganz, ganz tolle Mannschaft. Auch heute wieder gezeigt, einfach was für ein toller Charakter in dieser Mannschaft ist. Ich finde, unsere Frauen haben eine großartige Saison gespielt. Heute sind sie deutscher Meister geworden, total verdient. Ich finde es absolut toll, wenn man ein Saisonspiel von 22 Spielen 20 gewinnt, dann hat man es mehr als verdient.